Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, guten Tag. Ich heiße Sie herzlich willkommen. Mein Name ist Andrei Sushentsov. Ich bin Dekan von der Fakultät für internationale Beziehungen an der MGIM-Universität. Heute ist der 5. Vortrag unseres Vortragszyklus über verschiedene Aspekte der Ukraine-Krise. Und ich freue mich sehr, den heutigen Speaker Evgeny Nikolaevich Menschenko vorzustellen, den Direktorin vom Forschungszentrum der politischen Eliten der Institut von internationalen Forschungen und Präsident von Menschenko Consulting Kommunikationsholding. Evgeny ist schon seit langem unser Kollege und unser guter Freund und heute wird er seine eigene Analyse von dem Diskurs der Russlands- und Ukraine-Elite der Ukraine-Krise beleuchtet, sowohl von dem Diskurs der einzelnen Vertreter Europas, die linear und konsequent ukrainische Position unterstützen, mitteilen. Die dauernde Konfrontation kann man als Hauptkomponente des heutigen Widerstands betrachten. Allem Anschein nach wird dieser Widerstand länger als die heiße Phase der Ukraine-Krise dauern. Es ist uns wichtig, die Logik von diesem politischen Raum, Bilder, Symbole, Metaphoren im Detail zu verstehen. Die Logik vom Raum, wo die ukrainischen Akteure sich wohlfühlen. Vielleicht ist dieser Raum heutzutage der einzelne Raum, wo sie erfolgreich sein können. Wir sind Evgeny dankbar, dass er mit uns seine beträchtlichen Erfahrungen in der Sphäre der Analyse von diesem Raum geteilt hat. Er wird auch seine eigenen Erfahrungen mit der Geschäftsführung in der Ukraine uns mitteilen. Schon am Anfang der Ukraine-Krise im Jahr 2014 hatte Evgeny Arbeitskontakte in der Region. Er kennt die politische Umgebung ziemlich gut und hat die Möglichkeit, analytische Schlussfolgerungen zu ziehen. Es ist eine große Möglichkeit für alle Mitarbeiter und Studenten unserer Universität, mehr über die Expertise von Evgeny Nikolaevich zu erfahren. Evgeny, vielen Dank für diese Möglichkeit und Sie sind dran. Dankeschön, es ist eine Ehre für mich und anfangs möchte ich kurz die Aspekte charakterisieren, auf denen ich meine Analyse des Informationskampfs im Diskurs um Ukraine-Case basiere. Unsere Organisation Menschenko Consulting, meine ich, hat seit 1997 mit vielen ukrainischen Politikern gearbeitet. Unsere Kunden waren solche Politiker wie Julia Timoschenko und Yuri Boyko. Ich habe es erwähnt, denn diese Fakten sind bekannt, veröffentlicht und es gibt kein Geheimnis, das ich verraten kann. Никаких секретов я здесь не раскрываю. Von 2005 bis 2013 hatten wir ein Büro in Kiew und ein bisschen später erzähle ich, wie wir das Büro geschlossen haben, weil diese Geschichte sehr vorbildlich ist. Heute fragt man uns, warum es passiert ist. Ein riesiges Postimperium hat ein kleines Land angegriffen. Wie konnte es passieren? In Wirklichkeit war alles im Voraus vorbereitet. Dazu hat eine Reihe Faktoren von außen und von innen geführt. Vor einem Jahr habe ich in einem Interview gesagt, dass der Krieg zwischen Russland und Ukraine unvermeidlich ist. Ich hätte gerne ein schlichter Prognostiker sein und falsch legen wollen, aber was geschehen ist, ist geschehen und hier ist die Situation. Es gibt zwei Nachbarländer und das eine von ihnen bestätigt, dass es im Krieg mit dem anderen ist, dass sie durch den Krieg mit dem Nachbar die Rückgabe von Territorien unbedingt erzielen will. Die offizielle Ideologie der Ukraine ist Konfrontation mit Russland
und Präsident Wladimir Putin ist ukrainische Gut mit Minuszeichen geworden. Im Grunde genommen ist der Hauptslogan von ukrainischer Staatlichkeit nach 2014, den ich hier nicht aussprechen kann, da er unanständig ist, ist eine magische Beschwörung, die sich auf Negation Putins bezieht. Auf der Negation von Putin wurde die ganze ukrainische Staatlichkeit nach 2014 gegründet. Und hier kommt die Frage, wie sind wir und am wichtigsten, wie sind Sie so weit gegangen? Also, was war Ukraine am Ende 2013? Es war ein oligarchischer Feudalstaat, wo die oligarchischen Clans die Schlüsselrolle spielten. Auf dem Schema gibt es 6 Hauptakteure, die die sogenannte Oberliga bilden. Das ist Viktor Janukowitsch und seine Familie. Es ist der große Oligarch aus Donetsk, Rinat Akhmedov. Es ist Dmitri Firtasch, der Hauptspieler auf dem Energiemarkt. Es sind 2 Oligarchen mit Herkunft aus Dnepropetrovsk, Igor Kolomoyskyj und Viktor Pinchuk. Und aber zunächst kommt der Medienmagnat aus Vinnytsia und internationaler Unternehmer mit einem großen Konditoreiunternehmen, Peter Poroschenko. Was haben diese 6 Gruppen gemein? Also, sie verfügten über verschiedene Ressourcen. Zunächst, sie verfügen über Kapital. Alle Spieler sind nämlich Dollar-Milliardäre. Zweitens, sie verfügen über Medien. Jede von diesen Spielern besaßen Fernsehgesellschaften und andere Typen von Massenmedien. Zum Beispiel Rundfunk, Zeitungen, Internetseiten und so weiter. Jeder hatte seine politischen Vertreter. Ukrainische Parteien dieser Zeiten könnte man sich als Schichtkuchen vorstellen. Akhmedovs Leute waren sowohl in Regionalparteien als auch im politischen Block von Julia Timoschenko oder anderen Politikern. Alle diese Figuren waren auf mehrere Projekte verteilt, besonders auf Regionalniveau. Ukrainische Parteien waren McDonald's, die Franchisen verkauften, und regionale Eliten haben sie gekauft. Hinter diesen politischen Marken gab es keinen Inhalt. Jeder Spieler hat seine regionale Brückenköpfe, seine Bürgermeister, regionale Stadträte, lokale Abgeordnete. Jede hatte seine Sicherheitsressourcen. Obwohl die Ukraine ihre offiziellen Sicherheitsstrukturen hatte, gab es tatsächlich keine Machtvertikal. Es gab eine Situation, wo der Generalstaatsanwalt der Protégé einer Gruppe ist und jeder seiner Stellvertreter Protégé einer anderen Gruppe ist. Das Innenministerium ist von einer anderen Gruppe kontrolliert. Der Sicherheitsdienst der Ukraine ist ebenfalls ein Konglomerat. Eine Abteilung konkurriert mit einer anderen. Sicherheitsstrukturen wurden von Großunternehmen privatisiert und korporatisiert. Es gab auch eine 2. Liga, sie umfasste etwa 20 kleine Gruppen, die einige dieser Ressourcen besaßen, aber nicht das gesamte Volumen der Ressourcen. Die formell für die Regierung der Ukraine lief darauf hinaus, dass es notwendig sei, ein regionales Gleichgewicht herzustellen. Der Hauptkampf in der Ukraine ist seit langem der Kampf zwischen den Clans von Dnepropetrovsk und Donetsk. Die Machtverhältnisse in der Ukraine
haben sich geändert, als sie Donetsk loswerden konnten. Als die Basis eines der beiden Wirtschaftsklans beseitigt wurde, konnte die Ukraine als etwas Monolithisches wieder vereinigt werden. In der Ukraine ist der religiöse Faktor von großer Bedeutung. Die Ukraine ist im Vergleich zu Russland ein viel religiöseres Land, in dem es eine sehr hohe Konkurrenz verschiedener Glaubensrichtungen gibt. Bisherige Hauptkraft ist die ukrainisch-orthodoxe Kirche des Moskauer Patriarchats, die sich immer weiter von Moskau entfernt und bereits eine autonome Rolle spielt. Es gibt noch griechisch-katholische Kirche und Judaisten der Ukraine. Die jüdische Gemeinde war sehr einflussreich, wobei der Dnepropetrovsk-Klan großenteils aus Gemeindemitgliedern derselben Synagoge bestand. Als nächstes kommt die schismatische ukrainisch-orthodoxe Kirche des Kiewer Patriarchats, die ebenfalls über eine ernsthafte Ressource verfügte. Und es gibt noch eine andere Kraft, protestantische Kirchen. Der Protestantismus hat sich in der Ukraine seit den späten 1980er Jahren rasant entwickelt. Darüber hinaus stützen sich eine Reihe politischer Projekte auf charismatische protestantische Kirchen. Zum Beispiel der zweimalige Bürgermeister von Kiew, Leonid Tschernowitzki, ein Mann, der die protestantische Kirche zu einer der Grundlagen seines Wahlapparats gemacht hat. Eine bekannte Geschichte, der geschäftsführende Präsident der Ukraine, Oleksandr Turchinov, ist ein protestantischer Pastor. Auch die Konsolidierung um den Juli Timoschenko-Block vollzog sich entlang dieser Linie. Der Islam ist eine viel weniger bedeutende Geschichte, hinzu kommen verschiedene Sekten wie das Neo-Heidentum, was wir am Beispiel des Azovs-Regiments sehen, das seinen eigenen spezifischen neuheidischen Kult aufgebaut hat. Was war also die Formel, um die Ukraine bis 2013 zu regieren? Wie könntest du an der Macht bleiben? Zunächst Balance zwischen externen Akteuren, Russland, USA, Europäische Union. Zweitens Loyalität von 3-4 Clans der 6 großen Clans der Hauptliga. Dann Loyalität von 10-15 Clans der über 20 Clans der zweiten Liga. Loyalität der meisten Sicherheitskräfte, Wallungsunterstützung von 2 der 3 großen Makroregionen. In der Regel ist es die Wahlkonfrontation zwischen dem Westen und dem Südosten. Wer die Mitte für sich gewinnt, gewinnt die Wahl. Dieses Schema begann ab 2013 aus mehreren Gründen zusammenzubrechen. Also 3 Außenspieler sich verschwunden. 2013 hörte die Europäische Union eigentlich auf, ein unabhängiger Akteur zu sein und begann sich im Kielwasser der Politik der Vereinigten Staaten von Amerika in der ukrainischen Richtung zu bewegen. Zweitens, die Gier der oligarchischen Gruppen hat dazu geführt, dass weder Janukowitsch noch Poroschenko eine so wichtige Fähigkeit wie das Teilen beherrschen. Und die Veränderung der Wahllandschaft durch den Austritt der Krim und der LWR und DWR aus der Ukraine. Warum erzähle ich das so ausführlich? Denn alles, was jetzt passiert, die Zeitbomben, die jetzt explodieren, wurde unter dem schlimmsten Präsidenten der Ukraine, Viktor Janukowitsch, ins Leben gerufen. Als ich mit einem ukrainischen Oligarchen sprach, fragte ich, warum verhält sich Janukowitsch so unlogisch? Er antwortete, siehst du, Tatsache ist, dass er ein listiger Narr ist.
Er ist ein engstirniger Mensch, der sich gleichzeitig für sehr schlau hält und glaubt, mit seinen Kombinationen aus zwei Zügen andere Spieler schlagen zu können. Was wollte Janukowitsch machen? Erstens wollte er unter das Protektorat der Europäischen Union sein und gleichzeitig reibungslose Beziehungen zu Russland aufrechterhalten. Eine unmögliche, unrealistische Strategie, zumal die Europäische Union kein unabhängiger Akteur mehr ist. Janukowitsch war jedoch von seinen Beratern davon überzeugt, dass dies möglich sei. Zweitens, den Oligarchen die Kontrolle über die Medienressourcen wegnehmen. Die Oligarchen schreiben mit ihrem Blut an ihren schneeweißen Manschetten, dass die Medienressource eines der Werkzeuge ist, Geschäfte zu machen und frei zu bleiben. Die oligarchischen Kriege um Vermögen stützten sich neben Geld auf zwei Dinge: Medien und Machtressourcen. Janukowitsch sagte, die Medien sind alle unter mir, die Sicherheitsstrukturen sind alle unter mir, die Wirtschaft wird von der Familie Janukowitsch dominiert und im Südosten kann es keine Alternative geben, keine prorussischen politischen Kräfte. Der einzige prorussische und gleichzeitig proeuropäische Politiker bin ich. Infolgedessen wurden die prorussischen Kräfte zerstört. Warum haben sie russische Kräfte vernichtet, prorussische Aktivisten in Haft serviert, während die Radikalen in der Westukraine herumliefen? Weil jemand Janukowitsch erklärt hat, oder besser gesagt, die Führung. Seine Administration hat es getan, dass seine Strategie, um die zweite Präsidentschaftswahl zu gewinnen, sehr einfach sein sollte. Zu stampfen, alles im Südosten zu zerstören, diese Nische zu monopolisieren, mehr oder weniger gemäßigte Opposition zu spalten, um die Radikalen so viel wie möglich anzustiften. Dann, dank diesen Maßnahmen mit Tigernburg in die zweite Runde gehen und sagen, Leute, wir werden natürlich nicht für Nazis stimmen und dadurch die Wahl triumphal zu gewinnen. Das ist Ende 2012 beschlossene Strategie, mit der sie 2013 gelebt haben. Was begann in diesem Moment? Besonders sensible Menschen begannen, die Ukraine zu verlassen. Zum Beispiel zog einer der besten Analysten für die Ukraine, Wladimir Kornilov, im Frühjahr 2013 in die Niederlande um. Ich fragte ihn, Wladimir Wladimirovich, was ist denn los? Er antwortete, ich denke, hier ist ein großer Konflikt nicht zu vermeiden und ich denke, es besteht ein Risiko für mein Leben. Im Herbst 2013 kam mein Büroleiter zu mir und sagte, suchen Sie einen Ersatz für mich, ich reise nach Russland ab, ein Bürgerkrieg kommt bald. Ich sagte, warum denkst du so? Er antwortete, du kommst und gehst, aber ich bin die ganze Zeit hier. Der Hass steigt. Die Behörden fördern gezielt radikale Nationalisten. Sie werden es nicht im Griff halten können. Ich habe auf ihn gehört und es stellte sich heraus, dass es richtig war. Im November 2013 habe ich mein Büro in Kiew geschlossen. Also, was ist mit Janukowitsch passiert? Er ging in Richtung Europa, eilte dann zurück zu Russland und enttäuschte schließlich alle
externen Spieler. Dann begann er, das System eines Superclans aufzubauen. Er enteignete nicht nur große Unternehmen und nahm ihnen Bissen weg, sondern erhöhte auch den Druck auf mittlere und kleine Unternehmen. Die Sicherheitskräfte wurden auf Selbstversorgung umgestellt. Wenn sie nicht dauerhaft Geld von großen oligarchischen Clans erhalten, verdienen sie zusätzlich und belasten mittlere und kleine Unternehmen. Das Ausmaß der inländischen Korruption der Sicherheitskräfte nimmt zu. Durch die Säuberung der Südosten verlor Janukowitsch die Unterstützung der Wähler, die ihn 2010 gewählt hatten, aber er gewann auch keine Unterstützung im Westen. Die Spielchen mit den Genoziden der Nationen führen zu nichts Gutem. Also Genozide der Nationen ist eine Versprecher von Janukowitsch, der in Lemberg machte, als er Genpols der Nationen sagen wollte. Was passierte dann? Wie kam es zu Euromaidan? Die Oligarchen beschlossen, Janukowitsch einzuschüchtern und ihn zu wirtschaftlichen und politischen Zugeständnissen zu zwingen. Die Menschen wurden durch die Medien und durch das Geld der Oligarchen auf die Straße gebracht. Die Oligarchen selbst wollten Janukowitsch nicht stürzen, aber sie wollten ihm klar machen, dass er mit ihnen verhandeln muss, an der Macht zu bleiben. Woraus bestand der Euromaidan? Erstens sind das die ideologischen Unterstützer des Ukrainismus. Zweitens sind dies der griechisch-katholische Klerus, die ukrainisch-orthodoxe Kirche des Kiewer Patriarchats, die Netzwerkstrukturen protestantischer Konfessionen. 3 von 6 große konfessionelle Gruppen unterstützen die Protestbeziehungen aufgrund ihrer Interessen fast vollständig. Eine große Koalition entstand. Dann kam der Protest von kleinen und mittleren Unternehmen objektiv aufgrund der tatsächlichen Verschlechterung ihrer Lage. Allgemeiner demokratischer Protest, Menschen, die gegen die Verschärfung des politischen Regimes sind. Oppositionelle Aktivisten. Ein ganz wichtiger Punkt ist die von national orientierten Lehrkräften, organisierte Studentenschaft, denn die Universitäten und der gesamte Bildungs- und Kulturbereich seien radikalen Nationalisten ausgeliefert worden. Wieso denn? Die meisten Oligarchen von Donetsk glaubten, dass Kultur und Bildung für Losers sind. Normale Menschen beschäftigen sich mit echten Geschäften, echtem Geld, Gas, Öl, Energiesystemen, Düngemitteln, Metall, Rohren. Schlimmstenfalls Fernsehen, um die Bevölkerung eine Gehirnwäsche zu unterziehen. Was die Kultur und die Bildung angeht, übergeben wir sie der Westukraine. Und sie stellten eine Masse nationaler Intelligenz auf, die aus den westlichen Regionen nach Kiew strömte und in der Hauptstadt eine Enklave der Verwestlichung schuf. In dem Moment, als die Proteste begannen, begann die Führung der Universitäten, Studenten auf die Straße zu bringen. Private Armeen von Oligarchen sind ein anderer Aspekt. Zum Beispiel bildete Rinat Akhmedov, also Stall, das ihm einst gehörte, kann nicht wiederhergestellt werden. Aus Mitarbeitern seiner Sicherheitsstrukturen, Kampfgruppen auf dem Maidan. Bezahlte Komparsen, radikal-nationalistische Gruppierungen und Fahnenbewegung. Daher war der Euromaidan von 2014 eine heterogene Koalition. Ein bedeutender Teil dieser Koalition besteht noch heute. Euromaidan
представлял из себя разнородную коалицию. И, в общем-то, можно удивительный факт, что, по большому счету, значительная часть этой коалиции осталась и сегодня. Дальше. Wie wurde die Protestaktion technologisch unterstützt? Erstens gibt es einen bezahlten Kern von Aktivisten aus der Westukraine. Zweitens handelt es sich um Provokationen durch korrupte Sicherheitsbeamte der mittleren Ebene. Es gab eine riesige Menge an vorproduzierten Videos in guter Qualität. Da war zum Beispiel ein Kosake Gavril, der angeblich von der Sicherheitskräften misshandelt wurde. Ein Video des mutmaßlichen Mobbings wurde veröffentlicht. Es stellt sich die Frage, warum Kameras in Studioqualität zufällige Videos aus drei Winkeln aufnahmen. Heilige Opfer, auf jeden Fall vor dem Wochenende. Am Freitag passiert etwas, am Samstag wird es zu Vorwand für die Menschen auf die Straße zu gehen. Medienpumpe, verschiedene Beweise russischer Einmischung. Sie feiern zum Beispiel die Schulterklappe eines russischen Soldaten. Die russische Armee ist bereits in Kiew. Öffentliche Unterstützung westlicher Politiker, Provokation gegen Sicherheitskräfte durch radikale unbekannte Scharfschützen. Ich habe eine Frage. 2014 soll Präsidentschaftskandidat Viktor Juschenko vergiftet worden sein. Die gesamte westliche Presse brodelte von Empörung über die Vergiftung eines Oppositionspolitikers. Dies führte zu einem der Argumente für die Abhaltung einer dritten Wahlrunde, in der Juschenko gewann. Juschenko war 5 Jahre lang Präsident. Hier kommt die Frage, wer hat ihn vergiftet? Gab es eine Vergiftung? Warum hat Juschenko alles getan, um diesen Fall abzuschließen? Warum gibt es heute nicht einmal Verdächtige? Bei einem Attentat auf einen Präsidentschaftskandidaten und künftigen Präsidenten wurde keine einzige Person festgenommen. Die zweite Frage. Das Schlüsselereignis des Euromaidan 2014 war die Erschießung der himmlischen 100 durch unbekannte Scharfschützen, zu denen auch ein brutal ermordeter, unschuldiger technischer Mitarbeiter des Hauptquartiers der Partei der Regionen gehörte. Warum sind die Ermittlungen zur Erschießung der himmlischen 100 immer noch zu keinem Ergebnis gekommen? Acht Jahre sind vergangen. Warum gibt es keine Ergebnisse? Eine interessante Geschichte ist mit dem angeblich entführten Euromaidan-Aktivisten Bulatov verbunden. Man folterte ihn und schnitt ihm ein Ohr ab. Beachten Sie, wie sauber das Ohr abgeschnitten ist. Haben Sie den Übeltäter gefunden? Nein. Das Mädchen auf dem Foto tritt Polizisten. Sie heißt Tatjana Tschernowul. Sie soll aus politischen Gründen von Angreifern geschlagen worden sein. Haben Sie Täter gefunden? Nein, haben Sie nicht. Bulatov wurde am Freitag entführt. Tschernowul wurde am Freitag geschlagen. Alles für das nächste Pumpen eines Protestausgangs. Wenn mich westliche Journalisten fragen, was denken Sie über den Vorfall in Bucha? Sage ich, ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass es in der Ukraine eine sehr große Tradition der Fälschung von Nachrichten mit politischen Folgen gibt.
Und das Erstaunliche ist, dass die meisten dieser Vorfälle letztlich von niemandem untersucht werden und zu keinem Ergebnis führen. Eigentlich sind hier auf der Folie friedliche Demonstranten auf einem Bulldozer mit Molotow-Cocktails. Sie verbrennen hier friedlich Polizeibeamte. Infolgedessen scheiterte Janukowitsch aus mehreren Gründen an seiner Antikrisenkampagne. Erstens scharfe ideologische Kehrtwenden, zweitens das Setzen auf eine Machtressource angesichts ihrer Knappheit, mehrere Entscheidungszentren. Einige sagen, dass sie die Demonstranten zerstreuen werden, andere, dass es notwendig ist, zu verhandeln. Änderung der unmotivierten Anwendung und Weigerung, Gewalt anzuwenden. Entweder fangen sie an, den Protest brutal zu unterdrücken, dann ziehen sie ihre Kräfte ab. Das Setzen bei der Propaganda auf bestehende Unterstützer, der Einsatz paramilitärischer Einheiten, die sehr schwer zu kontrollieren sind, und ähnlich Verhandlungen mit denen, die keinen Einfluss auf die Radikalen haben und die Gewalt nicht stoppen können. Es erinnert mich sehr an heute. Die ukrainische Revolution setzte sich im Südosten fort. Die Technik war absolut spiegelgleich. In Lemberg Barrikaden, in Donetsk und Kharkov Barrikaden. Wer war im russischen Frühling? Erstens Unterstützer der russischen Welt, UdSSR-Nostalgiker, Aktivisten der kommunistischen Parteien und der Partei der Regionen, Gemeindemitglieder der russisch-orthodoxen Kirche des Moskauer Patriarchats, die Nomenklatur und Sicherheitsbeamte, die Lustration befürchteten, verängstigte Stadtbewohner. Es gab auch einen allgemeinen demokratischen Protest, weil die Machtergreifung auf nicht-demokratische Weise erfolgte. Keine kleine und mittlere Unternehmen, junge Passionäre, die ihre Chance auf eine politische Karriere saßen, regionale Patriotismus und Riesentimens, Unfreiwillige aus der Krim und Russland. Beachten Sie den symbolischen Raum. Der russische Frühling hat in diesem Moment viele sehr lebendige Bilder entstehen lassen. Die Staatsanwältin der Krim ist Natalia Poklonskaya, ein Mädchen, das die Verantwortung übernommen hat, die Staatsanwaltschaft zu leiten, weil viele Männer Angst hatten. Sie würden zu einer internationalen Berühmtheit. Alexei Chale ist Bürgermeister von Sevastopol, ein Milliardär in einem Pullover wie Steve Jobs, ein Russe, der auf dem internationalen Markt viel Geld verdienen hat, Kosak Mamai und so weiter. Auf der anderen Seite gab es radikale Viljaschko, Oligarch Kolomoyski, der die ersten freiwilligen Bataillone sponsierte. Von russischer Seite Strelkov, Kosak Mamai, sowohl aus Russland als auch aus der Ukraine gab es viele schrille Bilder, aber von russischer Seite war die Reihe der Bilder schriller und interessanter. Dann gab es einen Krieg innerhalb der oligarchischen Clans. Als Reaktion auf die Expansion von Akhmetow begann die Expansion der Oligarchen von Dnepropetrovsk. Diese Situation hat maßgeblich dazu geführt, dass sich die Behörden viele Jahre lang geweigert haben, den Donbass zu integrieren. Ohne Donbass ist es einfacher. Alles, was vorher war, ist meine Präsentation von 2014. Beachten Sie bitte mein Fazit. Im Kontext der Reduzierung des billigen russischen Gases, der
unvermeidlichen Massenarbeitslosigkeit, der Notwendigkeit um populäre Reformen, Senkung der Sozialausgaben, Erhöhung der Versorgungskosten für die Bevölkerung, Steigerung der Sicherheitskosten kann das oligarchische Modell nicht überleben. Wer auch immer der Präsident ist, wird er den Weg der Enteignung der Vermögens und patriotische Oligarchen einschlagen und das unvermeidliche Ergebnis der Entwicklung der Ukraine wird eine zentralisierte Militärdiktatur sein, die mit Militärshilfe aus dem Westen unterstützt wird. Oder es wird der Zerfall des Landes in mehrere praktisch unabhängige feudale Areale sein. Ich habe dies Ende 2014 geschrieben. Sie können es auf der Webseite von Mitschenko Consulting sehen. Was die Ukraine heute erreicht hat, war schon damals offensichtlich. Wenn sie eine zentralisierte Militärdiktatur haben, dann wird die Diktatur geschaffen, um einen Krieg zu führen. Über Generationen von Wählern. Heute in der Konfrontation zwischen der russischen und der ukrainischen Seite ist der generationsübergreifende Querschnitt von großer Bedeutung. Lassen Sie mich kurz daran erinnern, dass es eine Generation von Boomern gibt, die von 1963 geboren wurden, die jetzt in Russland an der Macht sind und die die Macht in der Ukraine bereits verlassen haben. Meine Generation, Generation X, geboren 1963, 1986. Was ist der Unterschied? Die Boomer-Generation hat sich in der Zeit der Sowjetunion gebildet. Sie geht davon aus, dass es vielleicht ein einziges, alles erklärendes Modell, eine ganzheitliche Ideologie gibt. Und sie ist in vielerlei Hinsicht in Bezug auf Mentoring, auf die Familie und Vorfahren ausgerichtet. Für sie ist die historische Komponente sehr wichtig. Die Generation X sind Menschen, die sich auf die berufliche Selbstverwirklichung konzentrieren. Boomern betrachten sich als zynische Karrieristen und mögen sie nicht. X-Generation versucht, sich beruflich zu verwirklichen und zu beweisen, dass sie die Besten sind. Die nächste Y-Generation, die 1983-2003 geborenen wurden, bildete sich unter eher schönenden Bedingungen. Ihre Ausrichtung auf Führung ist vertrauensvoll. Veränderungen sind ihnen sehr wichtig. Nicht Karriere ist ihnen wichtig, sondern Selbstverwirklichung und in verschiedenen Aspekten. Heute golfe ich, morgen bin ich ein Downshifter auf Bali, morgen arbeite ich für einen Konzern. Die neue Z-Generation konzentriert sich auf Empathie und Interaktion. Was ist heute passiert? Auf russischer Seite sind alle Boomer außer Medvedev. Medvedev, Jahrgang 1965, ist auch mental ein Boomer, weil er ein Machthaber ist, der sich mit diesen Generationen bewegt hat. Und sieht ihr die auf der anderen Seite an. Das sind Menschen, die 1971, 1979 geboren wurden. Generation X, die bereits anders denken in einem anderen Stil. Hier sehen Sie ein lustiges Bild. Das sind die Verhandlungen auf dem Territorium von Belarus, russischer und ukrainischer Delegationen. Auf der einen Seite sitzen die Xs, auf der anderen die Ys. Das sind teilweise Xs und teilweise Ys auf beiden Seiten. Bitte beachten Sie, dass unsere Xs stilistisch den Boomers ähnlich sind. Während die andere Seite den Zetas ähnlich sind. Арахамия в своей бейсболочке.
Lassen Sie uns über den offiziellen Stil der Redner von russischer und ukrainischer Seite sprechen. Konaschenkov, der einen Text liest, der von jemandem auf einem Teleprompter geschrieben wurde, und Aristowitsch, der viele Stunden in informeller Kleidung und in entspannter Atmosphäre streamt, in Form eines Liebhabers. Это хорошо, потому что на самом деле, ну, то есть такая психотерапия на марше, да, то есть это опять же, так сказать, prinzipiell разная стилистика. Und natürlich von der Ex-Generation gibt es Ramzan Akhmatovich Kadyrov, der Lebendigkeit hinzufügt, einen informellen Ton. Einer der interessanten Akteure in der Informationskonfrontation ist Anatoly Shary, dem vorgeworfen wird, pro-russisch zu sein. Tatsächlich versucht er, die Nische eines ukrainischen Patrioten zu füllen, der gegen die Diktatur ist. Es ist notwendig zu beachten, dass die Hauptsymbole der aktuellen Kampagne auf russischer Seite eine über 70-jährige Großmutter und ein 8-jähriger Junge sind. Sie sind inaktive Spieler. Das sind Menschen, die sich im Kielwasser einer Meinung bewegen, die sich bereits über viele Jahre entwickelt hat. Die Großmutter mit vielen Jahren sowjetischer Vergangenheit und der Junge, dem die Eltern den größten Teil seines Lebens erklärten, dass man das Mutterland lieben muss und so weiter. Aber hier gibt es keine aussagekräftigen Zeichen. Achten Sie auch auf die Helden des Animes und die Zeichnung Nyasha Poklonskaya und Großmutter. Hier gibt es eine klare Entwicklung der russischen Informationskampagne. Auch in der Ukraine läuft nicht alles so gut mit den Helden. Erstens Zelensky, der unformatiert aussieht. Zweitens Neonazis des Asowschen Regiments. Drittens Bürgermeister Vitali Klitschko, der seinen Ruhm als Boxer ausnutzt. Ist ein großer Boxer, aber kein sehr großer Politiker. Viertens, Oberbefehlshaber der Streitkräfte der Ukraine Zaluzhny, der zu einer Kulturfigur in der Armee wird. Und fünftens, mythischer, nicht existierender Geist von Kiew. Hier kommen wir zur nächsten Frage. Warum funktionierten Geschichten wie der Geist von Kiew und Märchen über Cyborgs? Alles ist sehr einfach. Boomer leben in einem Sinn für Moderne. Das heißt, sie brauchen den Glauben an eine einzige wahre Idee, die alle teilen sollten. X-Generationen leben unter postmodernen Bedingungen, wenn es keine einzig richtige Ideologie gibt. Metamodernismus, der sie ersetzt, suggeriert, dass es etwas Ideales gibt, aber es steckt in einer Person, ihre einzigartige Weltanschauung. Der Kampf zwischen der russischen und der ukrainischen Erzählung findet wegen der Spaltung Modernismus versus Postmodernismus statt. Die russischen Behörden versuchen, einen einheitlichen ideologischen Rahmen zu schaffen, während die Ukrainer über Pluralismus sprechen.
Als Zelensky nach den Neonazis aus Azov gefragt wurde, antwortete er, dass sie sind, wer sie sind. Im Rahmen der postmodernen Wahrnehmung ist das normal. Wenn Hauptsache ist Bewegung, Unterstützung, Kommunikation. Wenn die Ukraine nach Borges den Plot Belagerung der Festung spielt, dann spielt Russland den Plot Rückkehr nach Hause. Es gibt nur eine Frage. Wen bringen wir nach Hause zurück? Die Republiken des Donbass kehren nach Hause zurück. Der Südosten kehrt nach Hause zurück. Die Russen kehren nach Hause zurück. Bis klar ist, wer nach Hause zurückkehrt und wie dieses Haus aussehen wird, wird es Kommunikationsprobleme geben. Возникает вопрос только, кого возвращаем домой. Мне кажется, вот это вот главная история, кто домой возвращается. Домой возвращаются республики Донбасса. Домой возвращается Юго-Восток. Домой возвращаются русские. Вот до того момента, пока, в общем, не сказано четко, кто все-таки возвращается и какой будет этот дом, куда они вернутся. Jede gegnerische Seite muss eine heilige Schrift haben. Die Nazis hatten Mein Kampf. In der Sowjetunion gab es die Lehre der Klassiker über Marxismus und Leninismus. Ich habe lange versucht, das Narrativ der ukrainischen Seite zu rekonstruieren. Und mir wurde klar, dass dies tatsächlich der Herr der Ringe ist. Nicht einmal ein Buch, sondern ein Film von Peter Jackson. In diesem Sinne muss ihnen nicht einmal gesagt werden, was sie wollen. Alles ist sehr einfach. Es gibt Orks, wir haben Hobbits hier, dahinter sind die Polen von Rohan, auf der anderen Seite des Ozeans sind die Briten und Amerikaner, sie sind Elfen. Die Zwerge aus Weißrussland kommen gleich zur Rettung. Und wir alle werden die Orks und Kobolde besiegen. Ihre Ideologie ist im Bild. Manchmal holen sie etwas Harry Potter. Ihr Narrativ ist Peter Jacksons Kino. Und was ist mit der russischen Seite? Ich werde eine riskante These sagen. Ich glaube, dass die Heilige Schrift der russischen Regierung die Artikel von John Mersheimer über den geopolitischen Realismus sind. Es gibt objektive Interessen des Landes. Man sollte nicht gegen unsere berechtigten Interessen einzutreten. Alles, was Wladimir Wladimirovich Putin gesagt hat, das Problem ist, dass Mersheimer noch nicht verfilmt wurde. Und ich bezweifle, dass dies jemals geschehen wird. Bis ein Bild davon gefunden ist, wohin wir gehen und was wir verfilmen, wird es schwierig zu gewinnen. Wir hatten die Hypothese, dass es sich um eine Serie über die Befreiung des Geiseln handeln könnte. Wir brauchen eine Metapher. Wir brauchen eine verständliche Erzählung in einer Zeit, in der Menschen nicht in Worten, sondern in Bildern denken. Wie Karl von Clausewitz sagte, Gott ist auf der Seite großer Bataillone und selbst die beste PR wird Eisen und die Menschen, die es verwenden, nicht ersetzen. Woran ist die ukrainische Propaganda gescheitert? Am ständigen sadistischen Mobbing der eigenen Bürger, der ukrainische Nationalspaß, Fang der Marodor. Wie sieht es aus? Da ist ein Mann mit nacktem Hintern, der mit Klebeband an einen Pfosten gefesselt ist. Er hat ein Marodorschild. Jeder, der vorbeikommt, kann dieser Person mit einem Stock auf den nackten Hintern schlagen. Und sogar Frauen werden gefesselt. Woher wussten Sie, dass er ein Marodor war? Wer hat das bestätigt?
Es ist unklar. In der Nähe stehen Polizisten und lachen. Mir scheint, dass dies im heiteren Kino von Peter Jackson nicht der Fall war. Oder machten sie zahlreiche Aufnahmen von schrecklichem, sadistischem Missbrauch von Gefangenen? Laut Peter Jackson benahmen sich Elfen nicht so. Es gibt ein alternatives Buch von Eskow, der letzte Ringträger, in dem er schreibt, dass die Elfen schläft und die Orks gut waren. Aber das ist Geschmackssache. Ihre Aussage ist, dass sie alle Russen töten werden. Ich kann sagen, wenn die russische Propaganda irgendwo versagt und sie wirklich versagt, dann wird alles, wo sie versagt, von der ukrainischen Propaganda aufgeholt. In letzter Zeit habe ich viele Transkripte gelesen und Videos von Fokusgruppen mit russischen Wählern angesehen. Ich kann Ihnen sagen, dass heute das Hauptargument für die Unterstützung des Präsidenten und der speziellen Militäroperationen die ukrainische Propaganda ist. Das Erste, was wir sahen, war, dass sie es wirklich sind. Aber wir haben es nicht geglaubt, als uns auf Channel One und auf dem Fernsehen der Russia gesagt wurde, dass dort Nazis und Sadisten sehen. Wir darum sagten, haha, das ist alles Propaganda, sag es mir, Skabeva. Und dann sehen wir Videos, die die Ukrainer selbst drehen und verteilen, mit den Mottos, wir werden euch töten und eure Kinder töten. Das erinnert uns an eine bekannte Geschichte einer jüdischen Frau, die 1937 Deutschland verließ und auf die Frage antwortete, weißt du, Hitler hat versprochen, dass er mich töten würde. In diesem Fall ist es besser daran zu glauben. Ich denke, das ist ein sehr starkes Argument. Gleichzeitig gibt es einen Wettbewerb zwischen der alten Schule der Propaganda und der neuen Schule der Rollenspieler. Wenn unsere Propaganda eine streng kontrolliert ist, dann ist die ukrainische Propaganda ein Binnenschwarm. Einerseits kann man sagen, dass ein Binnenschwarm cool ist, aber ein Binnenschwarm ist sehr schwer zu kontrollieren und er verrät manchmal das, was man nicht verraten möchte. Die Ukraine hat ein weiteres großes Problem. Es liegt in dem Idealbild der Zukunft der Ukraine, das Zelensky kürzlich verkündet hat, in dem sie jahrzehntelang kämpfen werden. Sie werden ein militarisiertes Land haben. Sie werden wie in Israel in Cafés, Kinos, in öffentlichen Verkehrsmitteln Menschen mit Maschinengewehren auf den Schultern gegenüberstehen. Dieses Idealbild ist jedoch nicht für jeden attraktiv, genauso wie die Versprechungen, dass sie nach dem Beispiel Israels das russische Militär auf der ganzen Welt fangen und ohne Gerichtsverfahren oder Ermittlungen töten werden. Dieses Narrativ wurde bisher von der westlichen Öffentlichkeit ignoriert, aber früher oder später wird der kumulative Effekt funktionieren. Ich denke, sie werden irgendwann eng mit ukrainischen Flüchtlingen kontaktieren, die sich in einem bestimmten Stil verhalten. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Eine langjährige russische Bekannte von mir, der nach Riga ausgewandert war, hat ukrainische Flüchtlinge sehr unterstützt, Geld gesammelt, sich engagiert und wurde kürzlich auf der Straße geschlagen, weil sie Russisch sprach. Sie antwortete, vielleicht habe ich etwas falsch gemacht. Ich denke, dieser Faktor wird einen Einfluss haben, denn es ist eine Sache, wenn es irgendwo wunderbare Ukrainer gibt, die gegen das absolute Böse kämpfen, und eine andere, wenn wir im Alltag mit nicht immer angenehmen Menschen konfrontiert werden.
Auf der anderen Seite steckt heute auch Russland in eine Zielsetzungskrise, denn die auf Basis der Eurasischen Wirtschaftsunion aufgebaute wirtschaftliche UdSSR 2.0 hebt offensichtlich nicht ab. Für den orthodoxen Iran gibt es zu wenige Orthodoxe. Für den neuen Stalinismus ist die Intoleranz gegenüber Repressionen zu hoch. Königreich Moskau 2.0 wird sich verpoppen und einschränken. Die Konturen des neuen Projekts sind unverständlich, aber es ist offensichtlich, dass es ein Mobilisierungsprojekt sein wird. Ein dirigistisches Projekt mit einer Dominanz der Machtkomponente. Für das innere Leben des Landes Konfrontation mit einem äußeren Feind. Ich werde nicht auf die Dynamik des Bildes von Wladimir Zelensky eingehen. Lassen Sie mich nur sagen, dass er eindeutig der Syrie-Diener des Volkes eine einzigartige Dynamik durchgemacht hat. Was im Film meisterhaft gespielt wurde, das Image eines Einfallsspenstels und Volksmannes gerät dann in Rage und versucht, die Konfrontationskompetenz aufzupumpen. Aber er tut es auf eine komische Weise. Erst in der Phase echter Militäroperationen gelang es ihm, einem externen Publikum ein sehr überzeugendes Bild eines Mannes zu vermitteln, der durch den Willen des Schicksals ein Krieger wurde. Heute erleben wir eine Konfrontation zwischen zwei Rebellen. Zelensky ist gegen das ehemalige Imperium und Putin ist gegen die unipolare Welt und das Russland aufgezwungene externe Szenario. Sie versuchen aus Zelensky einen Helden zu machen, aber im letzten Moment sind sie zu weit gegangen. Zwei Probleme mit dem Bild von Zelensky, die ich heute sehe. Erstens, er wechselt von einem archetypischen Bild zu anderen und kann keines behalten. Und zweitens, viel Unnatürlichkeit, was die heutige Generation Inszenierung nennt. Zelensky posiert vor dem Hintergrund von Sandsäcken. Das ist eine klassische Inszenierung. Etwas, worauf junge Menschen mit dem Ich glaube nicht, Gefühl reagieren. Wir haben uns einst ein solches Modell ausgedacht, nachdem im Informationsraum drei Kämpfe stattfinden. Das ist Kampf um die Fakten. Wir sehen eine Reihe von Tatsachen und sind uns einig, dass dies Tatsachen sind. Ist die Ukraine bereit, Atomwaffen herzustellen? Gab es Militärlabors von Vereinigten Staaten? Was genau taten sie? Wie groß ist die Zerstörung? Wie viele Tote? Zweitens, Kampf um die Interpretation. Bei Azovstal kam es zu einer Massenkapitulation ukrainischer Kämpfer. Die russische Seite sagt, dass sie die Ukraine gefangen genommen hat. Sie haben sich ergeben. Die ukrainische Seite sagt, dass eine spezielle Operation zur Evakuierung der militärischen Verteidiger von Mariupol im Gänge ist. Wohin werden sie evakuiert und wozu? Keine Details werden verraten. Das ist schon eine Deutung. Die Tatsache ist die gleiche. Menschen kamen aus dem Azovstal Verlies, gaben ihre Waffen ab und übergaben sich der Kontrolle des russischen Militärs. Битва по интерпретации.
Die nächste Frage ist, wer das stärkere Angebot hat. Wer stärkeres Angebot hat, der wird seine Interpretation dadurch ausstrahlen. Ich möchte auch über den westlichen Diskurs sprechen. Ich bin erstaunt über die Geschichte, wenn ein Deutsche sagt, na, was für ein Völkermord in der Ukraine. Ich finde, Scholz hat sich hier richtig runtergemacht. Vor allem nach den bestätigten Tatsachen auch von internationalen Organisationen wie der OSZE, dass es von ukrainischer Seite Beschuss gegeben hat. Kürzlich sprach mein Kollege, der Dekan einer der GMO-Fakultäten, Henry Sardarian, in der BBC und erwähnte den Beschuss von Donetsk durch die ukrainische Seite, den Beschuss ihrer eigenen, wie sie sagen, Bürger. BBC-Journalist sagt, ich unterbreche, offiziell gibt es keine einzige Bestätigung, dass das stimmt. Wieso? Sind das die Standards des westlichen Journalismus? Zwei Videos, auf die ich achten würde, weil sie aktiv gespielt wurden, sind das Video mit Arnold Schwarzenegger und das Video mit Boris Johnson. Ich würde sagen, dass Johnsons Video sehr schwach ist. Es ist Frontalpropaganda. Arnold Schwarzenegger hat einen sehr feinen Ansatz. Er ist wirklich ein professioneller Schauspieler. Er hat es mit hoher Qualität gemacht. Er erzählte, wie er Juri Vlasov mochte, wie er versuchte, ihn nachzuahmen, sprach über seinen Vater, der im Zweiten Weltkrieg gegen die Russen kämpfte und körperlich und geistig gebrochen zurückkehrte. Hier denke ich, dass er die falsche Seite gedrückt hat. Sein Vater, der an der Blockade von Leningrad teilgenommen hat, wird bei einem russischen Menschen kein Mitgefühl hervorrufen. Und als er sagte, dass die Russen wie sein Vater sein würden, war das sein erster großer Fehler. Sein zweiter großer Fehler war, als er sagte, dass die Entnazifizierung der Ukraine unmöglich sei, weil Präsident Zelensky Jude sei. Er hat die Zielgruppe verfehlt. Für den Westen ist der Nazismus in Wirklichkeit Gleichbedeutung mit dem Holocaust. Und für einen Russen ist es der Film Come and See über die Morde in Weißrussland. Dieses Argument ist für einen russischen Menschen irrelevant. Schwarzenegger tat emotional sehr gut, aber er scheinte im Kampf um die Fakten, um dementsprechend, konnte er seine Interpretation nicht effektiv durchsetzen. Zum Schluss wollte ich das Folgende sagen. Ich bin kein Militärexperte. Ich weiß nicht, wie das alles enden wird. Ich wage zu behaupten, dass diese Konfrontation lange dauern wird. Ich habe versucht, so objektiv wie möglich zu erzählen, welche technologischen Methoden von beiden Seiten verwenden werden, wo sie Schwachstellen haben. Zusammenfassend würde ich sagen, wenn die russische Seite behauptet, dass wir nach dem guten alten Modell der Moderne handeln, dann ein einziges verständliches Erklärungsmodell ist anzubieten, sonst machen Schwankungen zwischen den Argumenten Entnazifizierung
und Schutz der Bevölkerung des Donbass bei diesem Ansatz Probleme. Wenn wir die Postmoderne spielten, gäbe es kein Probleme. Aber wenn wir davon ausgehen, dass es einen ganzheitlichen Erklärungsrahmen gibt, dann stellen Sie Ihren Bitte dar und ergänzen Sie ihn außerdem mit schrillen visuellen Inhalten, einschließlich der Präsentation der Helden. Wenn in der offiziellen Propaganda das offizielle Werkzeug ein Protokollfoto eines Soldaten aus einer Personalkarte und eine kurze Textbeschreibung seiner Leistung ist, reicht dies eindeutig nicht aus. In der Sowjetunion gab es Alexander Matrosow, der gab einen Piloten Gastello. Es gab noch eine Scharfschützin Pavlyuchenkova, die eine große Rolle dabei spielte, die Vereinigten Staaten davon zu überzeugen, auf der Seite der Sowjetunion in den Krieg einzutreten. Heute reicht das Pantheon der Helden sowohl unter den Militärangehörigen als auch unter den Zivilisten nicht mehr aus. Das Problem der ukrainischen Seite bei aller Schrillheit und Vielfalt der Argumente, die Fähigkeit, unterschiedliche Zielgruppen anzusprechen, liegt in der hohen Inkonsistenz und dem Übermaß an Vertrauensargumenten. Wenn wir das gesagt haben, dann ist es wirklich so. Die bestehenden internen Widersprüche machen diese Geschichte nicht sensibel genug, um die russische öffentliche Meinung und die öffentliche Meinung in den umgestrittenen Gebieten zu beeinflussen. Очень все-таки высокий уровень противоречивости и, ну, как бы перебор, перебор с аргументами, что называется, на доверии. Ну, мы же сказали, значит, так и есть. Gleichzeitig funktioniert es, solange es in der Ukraine und im westlichen Informationsraum eine strenge Zensur gibt, weil jede Alternative niedergemäht wird. Ich denke, das wird so weitergehen und es gibt Raum für beide Seiten, ihre Fehler zu korrigieren. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.